Aber 7 finde ich ein bisschen viel. Ja, Man war zusammen auch knapp. redet, dass das kommt alles ein bisschen durcheinander. Und es war halt noch bei einem Mod, und bei einem Mod eben hast du ja Bauplätze. Und du musst um Ja. zu löschen jeden Bauplatz, den er hat, vernichten. Und wir haben, glaube ich, keine Ahnung, was wir gespielt haben. Und da gibt es halt fast 32 Siedlungsplätze. Und naja, da muss ich halt erstmal alles finden. Aber ich finde eigentlich trotzdem, Alex hat ja mal in seinen Videos erzählt, dass er Helms Klamm besser findet als Minas Tirith. Das finde ich nicht. In Minas Tirith hast du 2 Leuchtfeuer, dafür hast du immer schnell deine Fähigkeiten bereit. Du hast 2 Leuchtfeuer, du hast 2 Zwei Geldhäuser, du Gast. hast ein Gasthaus. Da kannst du am Anfang sofort ein paar Truppen durch die Gasthäuser machen. Außerdem kannst du die komplette Mauer mit Katapulten Ja, umrahmen. und deshalb, und die Katapulte gehen schon so weit, dass sie den Gegner ein bisschen stressen können, weil die an alle Gebäude Also ran. ich hab das mal so gehabt, ich weiß nicht, ob sie das So, geändert ich bin haben. jetzt wieder da. Ah. Und Neustarten scheint was gebracht zu haben. Na gut. Jetzt hast du kein Kreuz mehr. Ja. Ja. Sehr schön. Dann belassen wir es dabei, dass Neustarten manchmal doch wichtig ist. Gut. Wir hatten Okay. noch mal eine Frage. Vielleicht kann man das noch mal so machen, dass man mit mehreren zusammenspielt und nicht immer nur einer gegen einer, weil das ist dann ja ein bisschen blöd mit so allgemein, wenn immer nur gesagt, mal, alle 2 Wochen so einer gegen einer zweimal kommt. Weil es geht ja auch, dass vielleicht mehrere zusammenspielen. Das geht ja auch. Das wäre auch lustig. Ja, generell schon, war aber nicht das Konzept vom Community Clash. Also ich muss mir das nochmal ganz genau dann überlegen. Weil ich finde, eigentlich geht es ja den meisten nur darum, so mit dir zu spielen. Und da ist es Okay. jetzt, das ist ja so der Hauptgrund daran, warum man überhaupt da mitmacht. War für mich zumindest so. Okay. Also, ich habe ja mitgekriegt, ne, oder wenn ich das Video richtig verstanden habe, man kann sich hier jederzeit anmelden, ne? Ja. Genau, weil ich habe nämlich noch einen Freund, den habe ich eben auch davon erzählt, aber der konnte halt heute nicht. Und Ja. der wird vielleicht beim nächsten Mal auch mitmachen. Okay. Der nicht, also nicht, dass ich das jetzt falsch verstanden habe, dass man sich da dann immer anmelden kann. Und der Community Clash ist ja so der Sinn, dass man gegen dich so spielt. Das war jetzt die Sache, weil es halt immer hieß, ja, können wir mal ein Spiel machen. Dann kann man es aber auch machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, dann könnte es noch einer mit dir spielen und dann spielen da so 2 andere oder so eine Festungskarte. Das geht ja auch gut klar mit so mehreren Leuten. Ja, also generell habt ihr da natürlich schon recht. Ich muss es mir nochmal genau überlegen, wie ich es machen möchte. Weil es bringt halt, einerseits bringt's nichts, wenn ihr nichts davon habt. Andererseits muss ich da halt gucken, wie es ich mach, haben wollt. Also da, ich muss gucken, ich weiß es jetzt nicht. Halt immer so, wie das dann vom Spaß auch ist, ob es nicht so viel wird. Das ist halt die Sache. Wenn ihr jetzt sagt, das 1 gegen 1 macht euch gar keinen Spaß und Festungskarten und der Ringkrieg und Zeugs, dann bringt das nichts. Dann muss ich so oder so ändern. Wenn er aber sagt, nee, das ist eigentlich schon ganz cool irgendwo und. Also ich finde die Idee an sich eigentlich relativ cool, ja. Also. Ich meine, darum geht es mir nicht. 1 gegen 1 mache ich wohl gerne mit, nur ich finde es dann für die anderen. Wäre doch schön, wenn alle gleichzeitig spielen könnten. Die so mitmachen wollten. Ja, klar. Nee, aber deswegen habe ich ja auch gesagt, dass ich dann versuche, dass halt jeder recht gleichmäßig drankommt, was auch definitiv funktionieren wird. Ja, das ist ja, das ist schon gut. Es sind ja jetzt auch nicht viele. Das ist, wenn es jetzt 200 Leute wären, wäre es ja auch wieder ganz anders. Jetzt sind wir heute zu viert. Das heißt, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, 2 haben jetzt schon gespielt. Das heißt, die fliegen für nächstes Mal eigentlich schon mal raus, weil die ja schon gespielt haben. Die müssen jetzt warten, bis alle anderen gleich viel gespielt haben. Eigentlich, damit es fair ist. Aber es haben sich ja, glaube ich, auch nur 4 oder 5 Leute Ja, eben, von dem her geht es angemeldet. recht Deshalb ist es ja so eine. zügig. Deshalb ist es ja. Da können wir genauso gut so eine Festungskarte oder so machen, dann können noch mehr spielen. Ja, Festungskarte kommt ja dann, wenn Festungskarte kommt. Also die kommen ja alle. Es werden ja alle Maps gespielt. So ist es ja auch. Also ihr werdet definitiv auch mal mit mehreren zusammenzocken. Ja, ciao. Michael noch Ulrike, ja? Ja, okay, ciao. Funktioniert es jetzt eigentlich bei euch? Also ich bin jetzt drin. Ich Ja, öffne ich sehe jetzt mal die dich. Karte. Guck mal, ob du gleich reinkommst. Sehr schön. Bin drin. Gut. Also wissen wir's. Ne, weil ich habe nämlich auch Tunnel, nur dass du das Nee, ist weißt. ja in Ordnung. Solange es funktioniert, ist es ja kein Thema. Ich habe dich jetzt auch mal bei Tunnel unter meinen Kontakten zugefügt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ich habe eine Muss Anfrage man nochmal bekommen Tangle gehabt. installieren eigentlich? Also ich kann beides. Hamachi und Tangle funktioniert für mich beides jetzt gut. Ich guck später mal nach, nach dem Gefecht, wo sehe ich denn das, die zum Hinzufügen oder die Anfragen. Wenn du bei Tangle eben bist, dann bist du auf so einer Seite. Also wenn du eben Doppelklick drauf machst und dann stehen rechts so Namen. Bei mir steht da jetzt Sturm hat Schlegel, irgendwas mit Ex Franix. Und ganz unten stehst du bei mir. Und dann steht noch Drocker Gaming. Ja, das bin ich. Genau. Und dann sind drüber, also rechts genau drüber, zwei Personen, da steht Freundesliste. Ah ja. Ich habe jetzt den Und dann, Stürmer drin. ja, genau, das Ah, bin ich. genau, ja. Genau, ich habe dich nämlich vorhin zu meiner Kontaktliste Das habe dazugefügt, ich damit du mitbekommen, guckst. ja. Genau. Genau. Super. Und da siehst du eben deine Kontakte drin. Alles Und klar. wenn sie grün leuchten, heißt, die sind online. Und wenn sie rot sind, sind sie nicht online. Ich habe jetzt zum Alles Beispiel die klar. zwei, die online sind und der Rest ist rot. Gut, alles klar, dann habe ich das auch verstanden. Genau. Mehr muss man da eigentlich. An sich ist Tangle eigentlich ganz leicht. Gut. Sehr schön. Also ich wäre dann bereit. Ja, ich auch. Alles klar, dann lege ich hier wieder auf. Der Stream geht ja jetzt wieder, der müsste wieder online sein. Guck mal eben. Ja, der ist gerade online. Okay. Das ist wichtig, dass der noch geht. Ja. Genau. Super. Okay, dann lege ich jetzt hier auf. Wir versuchen das und dann sehen wir uns danach noch mal Also kurz. solltet ihr nochmal das Problem haben, ne, dass es halt nochmal abstürzt wegen diesem Einfach nicht. so oft probieren, wie es ist, ja. Genau. Okay. Gut, dann bis dann. Bis dann. Ja, bis dann. So, also ich bin jetzt hier. Desktop müsste auch funktionieren. Ich hoffe, es ruckelt nichts. Ja. So, er muss jetzt noch auf Bereit klicken. Jones LP war das, glaube ich. Und dann sehen wir mal. Okay. So, es müsste Rohan sein, wenn ich mich nicht irre. Also nicht Pforte von Rohan, sondern Rohan. Und dann gucken wir gleich mal, wie das läuft. Ja, also mit denen viele gegen viele. Ich kann es schon verstehen, wenn es das wäre. Aber ich denke mal, ich wäre jetzt. Bin halt Egoist, ne? Jetzt muss ich eh erstmal gucken. Warge und Zeugs. Ich denke mal, ganz grob. Dass ich erstmal werde ich jetzt dieses Projekt so machen, wie es ist. Mit diesem 1 gegen 1 Modus größtenteils. Ja, Absturz. Müssen wir nochmal probieren. Kennen wir ja schon. Habe ich eigentlich umgestellt? Aufs Spiel müsste es sein, ne? Ja, gut. Also einfach öfter probieren. Und gut ist. Das ist halt, weiß nicht, woran genau das liegt. Aber, weil so ist es halt. So, sobald er dann bereit ist, können wir loslegen. Nee, wie gesagt, ich mache das jetzt erstmal so. Habe ich eigentlich vor. Ich kann den Wunsch schon verstehen. Aber das ist halt das Projekt, das ich jetzt machen möchte. Ich bin einfach dieser kompetitive Spieler. Und wenn das dann durch ist, je nachdem, wie es ankommt, vielleicht machen wir auch mal einen Mischmasch, dass man. Jede Woche ist mir halt zu krass, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber dass man das dann so ein bisschen abschwächen oder ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Ich muss da wirklich mal schauen, wie das dann genau ausschaut. Also generell ja, klar. Wenn sich das die meisten wünschen von euch, dann machen wir das natürlich. Aber erstmal würde ich jetzt gern dieses Projekt fertig machen. So wie ich es mir vorgestellt habe. Und Mai, das ist schon sehr nervig hier mit dem Zeugs. Richtig nervig.
Aber mal irgendwann wird das hier schon gehen, ne? Muss. Ich hoffe es sehr. Dass wir dann in Zukunft sagen, wenn das Projekt vorbei ist, dass wir dann sagen, hey, wir machen jetzt einfach nur noch, dann nicht diesen Community Clash, wie es jetzt ist, sondern einfach nur diese Community Spiele, die sich die Leute wünschen. Ihr halt. Dass es dann heißt, ja, spiel einfach miteinander, fertig, einfach miteinander spielen und gut ist. Dann kann man das schon machen. Ob das dann alle 2 Wochen sein wird, weiß ich nicht. Ich finde halt diesen kompetitiven Modus einfach spannender. Für mich persönlich. Jetzt langsam dürfte das Spiel aber mal funktionieren hier, ne? Weil es ist ja schon sehr nervig hier. Es muss halt Rohan sein, weil es auf der Karte rollen ist. Und wie es hieß, es liegt nicht an der Map. Also es hieß ja, nö, es liegt nicht an der Map. Wenn es nicht an der Map liegt, ist da alles gut. So. Ich weiß nicht, ob es an Tangle liegt. Dass Tangle hier Probleme mit der Verbindung hat. Das Spiel selbst lädt sehr schnell. Weiß ich nicht. Komm schon. Ja, sehr schön, wenn das jetzt hier funktionieren würde, ohne größere Probleme. Also ich denke mal, es läuft gut, wenn man es schafft, 4 Gebäude aufzubauen, und zwar fertig aufzubauen. Aber irgendwie... Lass mich nochmal gucken, also das ist schon... Ist schon ein bisschen blöd. Mein PC scheint auch relativ hart zu laggen. Von der CPU her weiß ich nicht. Jetzt schauen wir mal, ob er vielleicht das Spiel öffnen muss. Das kann sein, ich weiß es nicht. Das Spiel ist uralt. Er ist wirklich alt. Mal gucken. Jetzt schauen wir einfach mal. So. Jetzt treten wir da mal bei. Helden gibt's keine. Karte und los geht's. Und dann schauen wir einfach mal. Seltsam. Probieren wir es nochmal. Das ist halt die Frage. Also an und für sich ist das ein super Spiel. Das Schlacht um Mittelerde 2. Es ist halt schade, dass EA da die genauso glaube ich auch für Command & Conquer, die haben, einfach die Server abschalten. Klar, wenn es nicht mehr viele spielen, was willst du dann machen? Aber generell, ist es halt nicht so knülle. Ich scheine jetzt auch ein paar Lags zu haben. Also das Spiel ist nicht so... nicht schnell, aber... Nee, es geht einfach nicht. Irgendwas passt da nicht. Er ist schon äußerst nervig. Was macht der gute Sturmhart jetzt hier? Zuschauen gibt's nicht. Ne, zugucken.
Jetzt schauen wir doch einfach mal, machen hier nochmal auf. Es ist schwierig, ich weiß nicht. Wenn das hier, je nachdem wie das läuft, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also mit Hamachi weiß ich, ging's. Mit Hamachi ging's. Ohne ist. Ich weiß es nicht. Also ich probiere es jetzt noch drei, vier Mal. Ansonsten würde ich lieber auf Hamachi umschwenken. Wäre mir persönlich lieber. Weil da hat es halt funktioniert. Ne? Mit Tangle ist jetzt so eine Sache. Das scheint nicht zu klappen. Also. Nächster Versuch. Der x-tausendste. Bitte funktionier jetzt. Ich mache jetzt mal nichts anderes. Ich warte jetzt einfach mal nur ab, bis das erste. Es wäre ja schon mal schön, wenn wir das erste Gebäude fertig kriegen würden, aber nee, es läuft nicht. Also Tangle scheint da nicht zu funktionieren. Das ist blöd. Jetzt muss ich mal gucken. Also ich weiß zum Beispiel damals, wo das mit dem Kauen war. Ich frage jetzt mal nach, ich weiß es nicht. Ich meine, ihr habt es da wahrscheinlich schon öfter mitgespielt. Ich weiß halt, wo ich das damals mit dem Kauen etc. gemacht habe, sind wir alle über Hamachi reingegangen. Und das lief ganz gut. Das lief über Tangle, lief das tatsächlich sehr gut. Hamachi. Das ist die ganz große Frage. Das ist jetzt die Frage. Gut, ich meine, wir können es noch ein paar Mal probieren. Mir ist es gleich, also mir ist es relativ gleich, ob man das jetzt hier über Tangle oder Hamachi spielt. Es muss halt funktionieren. Das ist das ganz große Manko. Es muss halt funktionieren. Na, das ist das ganz Wichtige. Es kann natürlich sein, dass Tangle so viele Ressourcen zieht. Gut, das kann auch sein, dass man das Spiel nochmal neu starten muss. Jetzt schauen wir einfach nochmal. Tangle, Hamachi. Ich bin mir da nicht sicher. Ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Wenn es mal funktionieren würde. Wäre ja, das alles ja gar kein Thema. Aber wenn nicht. Wenn es im Spiel liegt, ja, aber das ist halt. Jetzt lass mich mal gucken, was wir hier machen können. Ich könnte mit Reitern anfangen. Definitiv. Nee, es kackt dauernd ab. Also. Irgendwas. Jetzt starte ich nochmal das Spiel neu. Vielleicht liegt es daran, wer weiß. Aber irgendwie.
Es kann natürlich sein, dass das Tangle und das Streaming so viel Bandbreite zieht, dass das dann nicht mehr funktioniert. Aber ich weiß es nicht. Wenn es heißt, es liegt am Spiel, dann kann ich halt auch nichts machen, ne? So, jetzt nochmal neu gestartet das Spiel. Dann schauen wir hier nochmal rein. Gucken nochmal. Beobachter. Ansonsten muss ich dich kicken. Na komm. Gut, ist jetzt auch egal. Und jetzt schauen wir nochmal. Spiel wird gestartet. Das Spiel startet ja auch immer. So, wir laden beide sehr schön, sehr schnell. Whee! Mit einer Menge Krawums. Ansonsten frage ich nicht mal, ob wir es nicht über Hamachi probieren wollen. Also ich weiß halt, über Hamachi hat es mit dem guten Newton, glaube ich, war das gut funktioniert. Es hat zwar auch zwei, dreimal, drei, viermal diesen Abbruch gehabt, aber es ging dann. Und hier ist halt laufend Abbruch. Also die ganze Zeit, ich würde es gerne mal über Hamachi probieren. Also Tangle ist da. Immer Abbrüche, nonstop. Das ist halt schade. Das ist halt einfach nur schade. Ich will nicht auf ganz niedrig spielen. Das schaut ja doof aus. Gut, dann probieren wir es halt. Dann starte ich neu, stell auf ganz niedrig. Ich meine, es ist nicht schön zum Angucken. Aber na gut, dann eben auf sehr niedrig einstellen. Wenn es dann klappt, soll es mir recht sein. Ich meine, lieber spiele ich auf sehr niedrig statt gar nicht, auch wenn es ziemlich bescheiden ausschauen dürfte, das Spiel. Das ist schade, dass der EA so ein Mumpitz gemacht hat. Also ich mache jetzt hier auf sehr niedrig. Fertig. Gehe ins Netzwerk. Gehe dann hier nochmal nach Rohan. Und dann gucken wir mal. Jetzt schauen wir einfach mal. Wenn es klappt, gut. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Jetzt frage ich mal kurz nach, ob er auch auf ganz niedrig gestellt hat.
Wenn es dann klappt, Bombe. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Okay. Dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt. Gut, lädt jetzt natürlich schneller. Ach du große Oh Gott. Das ist ja hässlich wie Sau. Da kennt man ja gar nicht. Wahrscheinlich für alte Pentium 2 Rechner oder so. Aber na gut. So, die Gebäude bauen. Asynchron. Ich würde es wirklich lieber mal über Hamachi probieren. Jetzt probieren wir es erstmal noch 3-4 Mal hier. Ob das klappt. Aber wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Schauen wir mal. Es ist halt doof, ne? Es ist halt doof für alle Leute, die zugucken. So. Also 3-4 Mal probiere ich es jetzt noch. Danach möchte ich bitte dann Hamachi ausprobieren. Es bringt ja nichts. Ne? Das ist, wenn man 1000 Mal das gleiche probiert und ein anderes Ergebnis erwartet, das funktioniert eigentlich nicht. Das ist. So, jetzt wieder Varge. Und ich meine, ich muss ja das spielen dürfen, was ich spielen will. Hier zwei Gehöfte, Sammelruf, das muss ja gehen, ne? So, hier jetzt Varge, hier jetzt den Kram, hier jetzt den Kram. Hier kann man eine ganze Menge einnehmen, das ist. Nee. So, dreimal, zwei, dreimal noch, dann ist Schluss mit lustig. Weil Hamachi ist jetzt auch nicht schwer zum Runterladen, an und für sich. Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt oder an sonst was, aber das ist halt. Wahrscheinlich eher an ihm wahrscheinlich. So. So, ich hätte vielleicht mal was zum Ausprobieren, ob das klappt. Ja, erzähl. Zum Beispiel, wenn ich ja jetzt reingehe, jetzt nur mal so gesehen. Und es stürzt nach 10 Minuten ab, dann muss es irgendwie ein Problem, entweder ja, eigentlich bei dir sein, weil da irgendwas nicht mitkommt. Und wenn es halt nicht abstürzt, dann liegt es halt irgendwie am. Oh, Entschuldigung, wie heißt du nochmal? Jonas. Ja, genau. Ja, einfach mal zum Probieren, ob das geht. Was willst du jetzt genau probieren? Dass ich jetzt reinkomme. Wir starten einfach schnell, wenn es gleich wieder abstürzt, dann liegt es irgendwie am Spiel. Und wenn es nicht abstürzt, dann keine Ahnung, dann. Okay, ich weiß ja nur, vorhin hat es funktioniert. Und ja, das Einzige, was wir geändert haben, war halt, dass ich jetzt Tangel statt Hamachi benutze. Ja, also am Tangel liegt es ja eigentlich nicht. Ich meine, es liegt ja am Spiel dann. Also ich komme jetzt mal rein, wir können es ja mal kurz ausprobieren. Ja. Ich lege jetzt einfach mal auf Kreuz, ist ja egal. Aber nur mal zu gucken, ob es dann auch gleich abstürzt. Ach so, jetzt verstehe ich, ja klar, okay. Ja, und wenn es jetzt nicht abstürzt, dann? Dann liegt es wahrscheinlich an. Ja. Ja, meins ist ziemlich schnell geladen. Ja, geladen haben sie ja immer sehr schnell. Oh, ich hab jetzt Angma, ne? Also, ist ja nur so.
Nach wie schnell ist es denn abgestürzt? Nach 10 Sekunden. Also das erste Gehöft war nicht fertig, da ist es schon abgestürzt. 50%. Nee, weil meins ist nämlich gleich fertig. Also vielleicht dieser Jonas gerade schlechtes Internet. Ja, mein Gehöft ist eigentlich für meine Kaserne ist fertig. Okay. Klingt, also bei mir läuft's jetzt auch. Ist ja schon mal ganz interessant. Ja, aber ich baue jetzt gerade den ersten Zug mal. Mhm. Was kostet jetzt 200? Kannst mal sehen. Ja, also funktioniert, ne? Ich baue jetzt gerade den ersten Zug. Ja, ja, die haben die Hexen, diese Züchter haben die verteuert. Ich finde aber allgemein machen wir da Verluste. Dafür haben die zwar zwei Truppen, die du sind jetzt kostenlos. Gehört, ne? Ja, ja, ich bin jetzt rausgegangen. Ja, wir müssen. Also, jetzt wissen wir, dass es ja so an sich eigentlich funktioniert. Was machen wir jetzt? Probiert's über Hamachi. Ja, also eigentlich mit dem Ding kann es eigentlich nicht zusammenhängen, weil mit mir funktioniert's. Haben wir ja gerade gesehen. Mhm. Ja. Was könnten der gute. Ja, neu starten. Vielleicht klappt's ja dann oder so. Versuch's. Ich weiß nicht, ob's am Rechner, am Spiel oder an deinem Internet liegen kann, aber du hast. Normalerweise geht's immer, wenn ich mit dem okay. Spiel deswegen. Seltsam. Ja, wir probieren es jetzt nochmal. Ansonsten kann ich bloß noch Hamachi anbieten und weiß ich auch nicht. Also, ja, bis gleich. Also, wissen wir wenigstens, dass es normalerweise funktioniert. Ja, genau, das wollte ich eben jetzt gucken und hat es ja auch gelohnt. Nee, weil mit Hange hat das jetzt eigentlich an sich nichts zu tun. Klar, man kann es probieren mit Hamachi, aber an sich hat das eigentlich nichts damit zu tun. Mhm. Es wundert mich, woran es. Ich meine, es muss ich ja an irgendwas sagen, ich liegen. Ich habe gerade auch mal Rohan gespielt. Rohan ist schon eine sehr kleine Map. Ja, stimmt. Ja. Die Frage ist halt, woran es dann liegt. Ist es das Internet? Sind es wirklich die Grafikeinstellungen? Ja, also ich habe jetzt meine Grafik auch mal auf ganz niedrig gemacht, nur zur Sicherheit. Ja, ich habe sie jetzt auch mal runtergestellt, wenn es heißt, das ist es dann. Ich habe einen Rechner, der schafft es eigentlich. Also ich habe zwar nicht viele Spiele, aber ich habe halt solche Spiele wie Arno und so. Und die spiele ich halt echt alle auf Höchstgrafik und das braucht halt schon richtig viel Speicherplatz oder Grafikkarte halt auch. Mhm. Aber die packt das eigentlich relativ gut. Ja. Gerade so, also ich habe zwei Arno-Spiele drauf, ne? Also das ist ja gerade nochmal das Doppelte. Mhm. Also ein Arno braucht, glaube ich, fast das Vierfache an der, was die Grafik angeht, vom Aufstieg des Hexenkönigs. Also eigentlich läuft es flüssig. Also ich habe es jetzt auch nur mal sicherheitshalber jetzt mal runtergestellt. Ja. Ich habe einen neuen Rechner nämlich. Ja gut, hier meint jemand, dass die Datenmenge, die übertragen wird, mit der Grafikstufe zusammenhängt. Das kann schon sein. Das weiß ich nicht. Na, jetzt probier das nochmal beim Neustart. Und wenn es halt nicht klappt, dann... Dann sehen wir weiter. Ja. Ja, wenn es jetzt nicht klappt, dann kann ich bloß noch anbieten, es über Hamachi anzubieten, anzudingseln. Oder ich spiele dann mit jemand, wo es funktioniert. Also weiß ich jetzt nicht. Muss man dann gucken. Ja, wie es wie es. Halt dann neu auslösen. Ja, klar. Es muss halt jemand sein, mit dem es Spiel technisch, also der, wo es funktioniert. Das wäre dann nicht das Problem. Da jemand neu auszulösen. Müssen wir gleich mal gucken. Mir fällt gerade auf, dass ich mir mal einen Twitch-Account machen muss. Ich gucke mir ja eigentlich nie Twitch-Streams an, ich gucke die eher auf YouTube. Hm, okay. Bei YouTube ist ja angenehmer, da kann man auch, da habe ich zumindest einen Account. Ja. Ich weiß nicht, streamen mehr Leute über YouTube oder mehr über Twitch? Ich glaube mehr über Twitch. Ich glaube, die allermeisten streamen über Twitch. YouTube hat halt bloß nachgezogen. Aber was ist denn so der große Unterschied zwischen Twitch und YouTube? Twitch ist älter, bekannter, größer. Man hat mehr so Emoji und Zeugs. Eigentlich gibt es keinen großen Unterschied. Ist halt einfach bekannter. Nicht die alten Gewohnheiten so ändern. Ja. Kennt einer von euch das Spiel For Honor? Was? Welches Spiel?
Vor Hanna, vor Honor, also. Nee. Ja. Nee. Okay. Das finde ich nämlich auch ganz cool. Auch was ich da am meisten spiele, ist League of Legends momentan. Weil dafür, dass das Spiel kostenlos ist, ist es echt cool. Das stimmt, ja. Ja, heutzutage gibt es nur noch wenige Spiele, die kostenlos sind, die auch gescheit sind. Ja. Weil da macht man sich eigentlich nicht mehr die Mühe. Aber meistens, wenn dann so Spiele kostenlos sind, verdienen die genügend Geld dadurch in-game, dass sich viele Leute Sachen kaufen. Ja, das stimmt. Müsste jetzt halt auch kommen, ne? Ja. Gut, ich meine, das muss ja nicht unbedingt an der Internetverbindung liegen, es kann auch am PC liegen. Ja. Hallo? Aber mir ging es ja nämlich, ne? Hört ihr mich? Ja. 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 Ich rede Dann probier Gut, es doch nochmal gut. aus. Dann schauen wir jetzt nochmal, ob es klappt. Also wir probieren es jetzt nochmal über Tunnel, wenn du willst, das eine Mal und danach würde ich sagen, Hamachi, dass wir da heute Okay. noch fertig werden. Oder wenn ich jetzt nicht gehe, dann nimmst du einfach irgendeinen anderen von den anderen beiden und dann Wenn das probieren wir okay das für noch. dich ist, kann ich das auch Ja, machen. können wir das danach, also 2 Wochen mal probieren. Okay. So, dann schauen wir jetzt nochmal. Jo, das ist auch noch eine gute Idee, den Ping prüfen. Wie mache ich denn das am besten? Nach Ping? Ja, auch sein, dass ich vielleicht gerade irgendwie schlechtes Internet habe, aber normalerweise habe ich eigentlich gutes Internet, deswegen. Ach so, ja, der Ping steht ja dran, oder? Wenn ich drüber gehe. Also ich habe hier vollen Empfang. Volles Internet. Kommst du jetzt über Tangle oder über Hamachi rein? Ich habe nur Tangle, also Ja, ich kann auch okay. mit Tangle noch probieren. Gut, dann machen wir jetzt nur mit Aber Tangle. Hamachi sollte man eigentlich auch eben schnell installieren können, oder? Ging bei mir auch in 10 Sekunden fast. Aber da muss man sich ja insofern keinen eigenen Account machen. So, dann warten wir jetzt noch kurz, bis du in Tangle und in Dings bist und dann probieren wir es nochmal und dann schauen wir. Wo hast du eigentlich den Roboter von deinem Bild her? Das ist er selber. Nee, das ist der Phantom von StarCraft 2. Ah, okay. Das Ich ist habe so einen cool. Panda-Bär, voll süß, Koala, was ist denn das, ein Koala? Standard Google, keine Lust und Ereignis. Mal. So.
Ein X. 2x. Nee, das X ist gerade wieder weggegangen. Okay, bei mir ist noch da. Echt, bei mir ist es weg. Okay, ha. Vielleicht liegt es daran. Weil bei mir ist nämlich kein X. Gut, wir können es einfach nochmal probieren und dann. Also, Spiel habe ich geöffnet. Ja, ich muss noch neu starten, weil ich muss jetzt nochmal in den Tank reingehen. Ja, ich sehe es gerade, dass du eins eröffnet hast. Gut. Also, da bist du auf jeden Fall. Ja. Grafik habe ich jetzt auch mal runtergelassen. Habe ich auch gemacht, ab niedrig. Oh, ich hasse diese Grafik, wenn die so auf ganz niedrig Die eingestellt ist wird. echt schlimm, aber gut, wenn es Ja, dann nichts kann ich das hilft. einfach nicht spielen, dann tun meine Augen weh. Da ist sogar die Grafik von Minecraft schöner. Und das sind doch nur vier Blöcke, also Vierecke. Ja, das ist so richtig. Bist du in deinem Spiel drinne? Also ich habe ein Spiel geöffnet. Ja, ich sehe nur Sturmhart. Ich sehe auch Sturmhart. Das war ja Also das, wo ich's. ich sehe euch beide. Aha. Dann sehen wir Also uns ich untereinander habe ich. nicht. Also nur mal so zum Testen, also ich eröffne jetzt mal eins. Ne? Jetzt müsstet ihr mich beide sehen. Ja, das sehe ich. Ja. Das sehe ich. Und jetzt gehe ich wieder raus. Ne, weil ich sehe euch beide. Nee, dann scheinen unsere Rechner da irgendwie keine Verbindung zu haben da. Seltsam. Weil ich sehe dich auch nicht im Chat. Also da tauchst du bei mir gar nicht auf. Tange hast bei mir auch so ein Kreuz und Ja, Kaktus. eben, das ist ganz komisch. Ja, Das ist ich finde es ja crazy. auch komisch, weil keiner von euch hat bei mir ein Kreuz. Es sind vier Stück drin und keiner hat ein Kreuz. Das ist halt wirklich seltsam. Also ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt, weil bei mir funktioniert es. Ich starte das noch mit Tangle, aber. Jetzt Sonst schauen würde wir ich mal. sagen, spielst du gegen einen von anderen beiden vielleicht, dann spiele ich halt vielleicht 2 Wochen. Ja, dann bist du vorgemerkt, dann machen wir das so. Okay, sonst hat es keinen Sinn mehr, weil wir noch so lange brauchen. Ja, eben. Ich Jetzt werd da eh in dem Video dann. habe ich Blub, eine 50%ige Chance. blub, Ah, ich weiß nicht, mein Glück war noch nicht so gut. So, Ach, noch jetzt. mal Zeit zum Üben. So, ich gehe jetzt hier nochmal rein. Zack, zack, zack. Doppelklick. Netzwerkwechsel. So. Na, So. braucht ein bisschen. So, jetzt bin ich da. Jetzt sind keine Xe und gar nichts. Stimmt, jetzt sehe ich dich wieder. Geixt. Ja, jetzt sehe ich dich. Also wir probieren das jetzt noch einmal. Und wenn es jetzt nicht geht, dann, wie gesagt, dann machen wir das so, wie wir es gesagt haben. Ja, dann probier es nochmal. Genau. So. Dann schauen wir mal, ob ich übers erste Gehöft hinauskomme oder nicht. Ich meine, ohne Rohstoffe kann man ja auch spielen, ne? Ja, ich pflanze dir gleich zwei Türme vor deine Festung. Dann wär's Geld weg. Geht ganz schnell. Die Karte ist extrem klein. Ein Freund von mir hat mal den Fehler gemacht, der hat zwei Kasernen aus Versehen gebaut und hat dann überhaupt kein Geld mehr. Oh, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Also er konnte weder was ausbilden noch ein Gehöft bauen. Die vier Festung gibt ja nicht so viel. Ja, das stimmt. Und dann hat er Also, einfach ich habe noch gar einen schlimmen Fehler gemacht. Ich habe außerdem mal meine Festung abgerissen. Ah, schön. Da ist das Spiel auch schnell vorbei. Nee, schon wieder Abbruch. Ich hatte so ganz schön Kasernen, so ein Gehöft. Da hatte ich meine Festung abgerissen. Also Aber gut.
Dann nee, dann merke ich Und dich jetzt immerhin hat einfach mal ich hatte das Game vor. noch gewonnen, weil es KI war. Ich hatte halt nur keine Fähigkeiten, aber das Geld hatte ich trotzdem nicht, da konnte ich Truppen machen. Das ist krass. Hat man da Okay. nicht gleich 5000? Nö. Nein. Also, dann ziehe ich jetzt neu. Ach so, du meinst, wenn man das abreißt, auch mal es zurückerstattet bekommt? Ja, wenn man die Festung. Also, wenn man die Festung, die man am Anfang hat, abreißt. Ja. Also ich habe da nichts bekommen. Ich weiß Ich nicht. weiß nämlich bei dem Mod eben, wo ich spiele, ne, da, wenn du die Hauptfestung abreißt, kriegst du dafür wieder das Geld zurück. Das weiß ich, wenn du nichts in der Base stehen Also hast. ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das wieder bekommen habe. Ich glaube nicht, nö. Ja, das. 5000 kostet doch noch die Festung, ne? Na, Ja. Ja. ja, dann hast du halt 5000 rausgeschmissen. Okay, also du bist jetzt vorgemerkt, ich ziehe jetzt neu. Sind ja noch da Sturmhart und der Alex Niehaus, soweit ich das sehe, oder? Ja. Ja. Okay, also ich ziehe jetzt neu. Und es ist Sturmhart. Oh, das ist schön. Ich zeige das jetzt hier auch nochmal im Browser, falls jemand überhaupt die ganze Stunde durchguckt. Ich glaube es ja nicht. Aber einfach bloß, damit hier keiner sagt, du. So, fertig. Also ich gehe dann schon mal rein, ne? Ich bin ja schon Ja, drin. genau. Genau. Ich nehme nämlich mein. Ich nehme mein Volk. Genau. Ein Volk. Alles klar. Dann ja, baue meine auf. Kameradin. Gut. Dann bin ich bereit. Alles klar. Dann viel Erfolg. Bis gleich. Gut, also wir haben es jetzt. Spiel ist bereit. Das ist aus. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich werde da auf YouTube natürlich einen Button hinmachen, dass es sofort zur Action springt. Weil das ist, ich will gar nicht euch eine Stunde nerven. Wer sich das antun will und die ganzen Skype-Gespräche und so hören will und die fehlerhaften Versuche, gerne. Muss aber nicht sein. Ne? Muss nicht sein. An die Arbeit, Männer. Wir haben viel zu tun. So. Jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert gegen Orks. Ich muss jetzt hier runterstellen, wie gesagt, die Grafik wegen den Abbrüchen. Mit dem guten Herrn Sturmhart hat das ja voll funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Es gibt hier eine Menge einzunehmen. Die Karte ist sehr klein. Also ist er auch sehr eng, was die Gebiete angeht. Und das scheint hier alles tadellos zu funktionieren. Wo sollen Das wir Gebäude bauen? ist bereit. So. Ich weiß, es gibt da diesen Rush. Den probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich probiere den jetzt einfach mal aus. Habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich probiere es einfach. Einfach so schnell es geht, schön einen Rush machen auf die Reiter. Und dann gucken wir mal, ja, es funktioniert. Also mit Tangle, es geht. Da muss man halt mal gucken. Das Ganze kostet 500, der Spaß. Ich habe das nie probiert. Das kann auch voll schief gehen. Aber das sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. So. Okay. Sobald es fertig ist, abreißen, brauche ich dann nicht mehr. Und dann halt ganz normal Kaserne und Gehöft weiterbauen. Zeugs ausbilden. Da hat es irgendwo ein Troll, das können wir einnehmen. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich bilde ich erstmal die Speerträger aus. Ich weiß es noch nicht. Ah ja, siehst, kommt, da kommt er schon. Scoutet, sieht jetzt. Oh oh. So. Das reißen wir gleich ab. Und dann schauen wir gleich mal, wie das da unten ausschaut. War ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, das wird schon irgendwo gehen. Hier unten hat es irgendwo einen Troll. Ich weiß nicht genau wo. Ja. Da gehen wir nicht lang, das ist gefährlich. Irgendwo da unten wird er ja sicher was gebaut haben. Ja, genau. So.
Das Gebäude ist fertig. Und ihr seht schon, so super toll funktioniert das gar nicht, wie ich mir das wünsche. Ich baue jetzt hier mal einen Brunnen. Ja, die Reiter kriegen da ganz gut Probleme. Aber das wird schon werden. Ich muss halt immer wieder reinrennen, ne? Immer wieder schön rein. So. Weil jetzt muss er gucken, wie er das am besten macht. So. Das können wir töten. Das ist bereit. Dann schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das wünsche. So, dann können wir hier wieder schön durchreiten. Ja, der spielt das sehr, sehr gekonnt. So, die Spinnen greifen wir hier an. Den Baumeister bekomme ich nicht. Jetzt hoffe ich nur, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber das sieht soweit ganz okay aus. Viele Pferde habe ich nicht mehr. Muss ich jetzt gleich mal gucken. Das dürften nur die Waage sein. So, die Pferde zurück. Die zurück. Was ist denn das hier? Ja, das ist der Warg. Das macht nichts. Der Warg, das macht nichts. Hier bauen wir weiter. Die sammeln sich hier kurz. Ich weiß nicht, ob ich den hier einnehmen kann. Weil es hat hier doch irgendwo einen Höhlentroll, oder? So, jetzt. Formiert euch, Ritter! Mal sehen, ob wir das schnell genug hinbekommen. Könnte funktionieren. Wo? Ah, da hinten. Schaut euch das an. So, der gehört mir. Zurück. Die Reiter. Die sterben hier. Ist nicht gut. Ah, gegen Orks habe ich nicht viel Erfahrung. Und wenn das da jemand wirklich gut drauf hat, das Spiel, dann bin ich eh gekniffen, ne? Dann. So. Wo sind meine Bogenschützen? Ich glaube, das läuft da oben recht gut. Aber ich kann nicht nur Bogenschützen und Zeug spammen. Okay. Ich habe tatsächlich die Heilung. Aber ich warte auf den Tom Bombadil. Ich glaube, das ist hier ein bisschen besser. So, dann bauen wir uns hier schön auf. Hier hat er jetzt einen Turm fertig. Das ist in Ordnung. Das kann er machen. Der Turm dürfte das allerdings nicht lange halten. Ja. Ah ja, da oben hat er eine Fabrik gebaut. Böse, böse. Aber na gut. So, da oben ist er am Troll am Angreifen. Jetzt habe ich den Tom. Das müsste mir helfen. Aber da warte ich jetzt noch, bis ich da wirklich was mitmachen kann. Das haben wir zerstört. Das können wir zerstören.
Die Reiter gehen da jetzt mal runter. Ich könnte mir mal einen Helden holen. Faramir gefällt. Ah, Boromir ist besser, glaube ich. So. Dann bauen wir jetzt hier nochmal eine Kaserne. Holen uns hier den Tom. So. Der kann, die können. Das geht. Wo ist denn der gute Tom? So, als nächstes bauen wir Katapulte. Weil der bunkert sich hier mit Türmen zu und das kann er machen, aber es muss ja nicht sein, ne? So, der Tom, der macht es. Hier hat's was. Ich sollte halt nicht so blöd da reinrennen, ne? Das ist das Nächste. Also das ist nicht gut. Ja, dann kämpft mal. So. Werkstatt ist bereit. Hier hat's Spinnen. Die können wir angreifen. Dann bauen wir da oben mal. Das gehört mir. Ab in Stellung. So. Dann bauen wir hier mehr Katapulte. Weil damit zwinge ich ihn dann quasi raus, ne? So. Katapult dahin. So. Da können wir noch bauen. Dann können wir hier mal ein bisschen upgraden für Feuerpfeile. Die mag ich nämlich. Bauen wir hier noch hin. So. Hier geht er jetzt hin. Ich habe ein neues Katapult. Ja, da brauche ich gerade nichts. So, der Turm ist kaputt. Und dann rennen wir jetzt mit allem, was wir haben, drauf. Und beenden die ganze Chose. Und gut ist. So, hier nochmal was bauen. Da nochmal was bauen. So, er versucht da hinzukommen, aber ich habe hier überall Bogenschützen stehen. Der schaut also sehr böse für ihn aus. Und ich zerstöre jetzt erst alle seine Ausbildungsgebäude. So, er probiert das sehr schön. Das gefällt mir sehr gut, was er da versucht, aber es klappt halt nicht. Ich glaube, das Reiter-Opening hat ihn einfach getötet. Ah, ich warte auf die Reiter-Rohirrims, die kommen jetzt dann bald. So, Feuerpfeile gehen ab Stufe 3. Das haben wir ja bald. So, ich glaube, das war's. Also die Spinnen machen sich hier ganz gut. Diese Mini-Spinnen, die sind echt stark. Aber so richtig... Die Reiter leben halt immer noch, ne? Die haben sich da richtig gut gemacht. So, da hinten hat er wieder irgendwo eine Ausbildungsfabrik gebaut. Darf er ja. Ich sag immer Fabrik dazu, als so eine Orkhöhle. Ja, ganz normal. Ah, da da da. So. Das gehört ihm. Trotzdem sind wir hergekommen. So. Vielleicht funktioniert seine Strategie auch besser auf einer großen Map.
weil er dann mehr Reichweite hat. Oh, 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 oh. Jetzt hat er Feuerdrachen. Aber ich habe hier auch was. Er macht das sehr klug. Mir gefällt es unglaublich gut, was er hier versucht. Richtig gut. Aber die Festung hat er halt leider verloren. Und damit ist es halt eigentlich gegessen. Na? Also ich wüsste nicht, wie er das jetzt noch gewinnen will. Die ganze Map gehört mir. Die Drachen, die machen sich hier richtig nice. Aber ich habe halt auch Feuerpfeile jetzt auch, ne? Gut, die Drachen, die machen sich. Da gibt er nicht auf. Das ist sehr gut. Stellt euch mal vor, ich verliere das noch. Haha, das wäre schick. Also der hat ja die Drachen ausgebildet. Der geht hier steil. Aber ich sehe halt leider wirklich nicht, wie er das noch gewinnen will. Nicht gegen so viele Feuerpfeile. Weil er kann seine Drachen nicht heilen. Hier kommt der Konterheal. Reicht vielleicht, nicht ganz, aber... Nee, Feuerpfeile sind zu stark. So, jetzt vernichte ich sein letztes Gebäude, wo er ausbilden kann. Soweit ich weiß, mir gehört halt die ganze Karte. Ne? So, da unten kann ich nochmal ausbilden. Dann nochmal einen Tom rufen. Stufe 5 Drachlinge, das kann sich sehen lassen. Also, hätte er die Drachen früher bekommen, hätte ich ein Riesenproblem bekommen. Aber so ist es halt gewonnen. Ne? So. Aber er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Dann holen wir jetzt hier noch die Hobbits. Wo gehen sie? Da. Hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert mit dem Rush. Also mit den frühen Reitern, aber es geht. Oh, Araban. Eigentlich kann... Ja, ist egal. So, den Turm noch zerstören. Da müsste der letzte Baumeister drin sein. Blas mal nochmal das Horn. Oder sie sind in dem Gang drin. Wo hat der denn jetzt noch was? Da hinten. Danke, Gollum. Danke. So, Aragorn, dann guck mal, ob du das hier schaffst. Ja, was baue ich denn? Wie wär's mal mit einer Schmiede? Dann rüsten wir die ganzen Leute mal aus. So, da hinten steht er. Der ist tot. Da hat er noch was zum Ausbilden. Mir gefällt es richtig gut, dass er einfach nicht aufgibt. Obwohl das halt wirklich Ende ist, ne? GG. GG. Gut gespielt. War wirklich spaßig. Also war gut. Aber anstrengend. Aber gut. Hat wirklich Spaß gemacht. So. Wiederholung speichern. Das war jetzt. Rohan versus Sturmhart. Wiederholung gespeichert. Da die Zeit mir jetzt ein bisschen fehlt, werde ich jetzt das hier nicht machen. Da drüber gehen. Über das ganze Zeugs. Über die Replays. Aber vielleicht in der nächsten Episode, bevor sie startet. Mal gucken, wie ich Lust zu habe. Gut, jetzt kommen wir nochmal in die Skype-Konfi. Ich hab halt gehofft, ich krieg ihn halt. Weil die Elmer nämlich ein konstant gutes Spiel. So. Ja. Gut gespielt. Ich hab, ja, Orks war viel. Mal, Orks waren gegen Menschen jetzt auch ein bisschen schwer. Ja. Ja, ich hab's schon lange nicht mal gespielt und wollte jetzt einfach mit einer Spam-Taktik da rüber rennen. Dachte ich mir schon, deswegen habe ich die Reiter ausgepackt und die haben sich auch gelohnt. Ja, du kannst nichts am Anfang machen. Ich habe dann Spinnen gebaut, aber die kamen dann auch irgendwo zu spät und dann war vorbei.
Also Tipp an dich, ich hätte die Halbtorpedoner gebaut, die wären wichtiger gewesen. Die sind nämlich sehr stark von den Orks. Ja, ich habe halt viele Rohstoffe, die kosten halt 500. Das ist scheiße. Ja. Die Spinnreiter? Die Spinnreiter sind 600, meine ich. Und die Orks. Ja, die kosten noch mehr. Und die Spinnen an sich, die sind 250. Hört euch das so auf, er gewinnt alle. Ja, dann ist es ja schnell vorbei. Nee, Spaß. Nee, es waren wirklich, ich glaube, dass deine Taktik sehr gut, also ich habe das auch im Stream nochmal erzählt, ich glaube, dass deine Taktik sehr gut funktioniert, nur halt nicht auf einer kurzen Map gegen Reiter. Das ist einfach, glaube ich, der Konter schlechthin. Ja, ich hatte, glaube ich, sogar 4 oder so Ohrgruben. Ja, das war Bombe. Das war richtig viel. Das hätte auch funktioniert, wenn die Reiter nicht da wären. Ja. Weil gegen 4, die kosten nur 80, also 80 hatte ich eigentlich immer noch als Rohstoffe, das war eigentlich kein Problem, die neu zu holen. Aber ich verstehe nicht, wie du am Anfang erstmal einen Reiterturm gebaut hast und dann erstmal wieder abgerissen hast. Ich habe das in Turnieren gesehen und das macht unglaublich viel Sinn. Weil du baust. Ich habe Fledermäuse gebaut und ich habe ja eigentlich keine Stallung an sich gesehen. Ich habe eigentlich die Reiter erst kommen sehen, als ich vor deiner Base stand. Ja, genau, mit der ersten Truppe hast du dann gesehen. Das Problem finde ich auch bei den Orks. Du hast 3 Gebäude und bei, sagen wir mal, der Unterschied zu den Elben ist, dass du bei der Kaserne schon alle 3 Arten hast. Du hast Lanzenträger, Fernkämpfer und Nahkämpfer. Ja. Bei den Orks hast du halt nur Nahkämpfer und Fernkämpfer. Da kannst du nichts gegen die Reiter machen am Anfang mit den Orkgruben. Mhm. Ja, ja. Da brauchst du noch die Grube da, diese. Ja. Das ist halt, ja, ich hab halt nicht gewusst, dass du jetzt auf Reiter gehst, sonst hätte der Plan wahrscheinlich auch. Ich hätte riesen Probleme bekommen. Vor allem, weil du halt auch die Giftklingen konstant benutzt hast. Das macht richtigen Schaden. In sowas bin ich richtig gut. Also wenn Fähigkeiten nütze ich eigentlich immer. Ich habe auch keine Festung mehr gehabt. Also ich konnte gerade, indem du die Festung zerstört hast, die Dunländer rufen. Mhm. Und da hätte ich gerade die Katapulte noch hinten zerstört. Aber die kam halt eine Sekunde zu spät. Ach, du kannst keine Fähigkeiten benutzen, wenn die Festung kaputt ist? Ja, wenn die Festung kaputt ist, kannst du keine Fähigkeiten nutzen. Ja, habe ich ja auch schon gesagt, das ist ein bisschen schwerer dann. Okay, ja, da ist dann... Beim Ringkrieg ist es nicht so, weil du da nicht mit einer Festung startest. Ja, richtig, okay. Aber im normalen Spiel ja eben, und ich hätte dann gerade schön nochmal die Dunländer rein geschwört. Ich wüsste halt gar nicht, was ich hätte machen können gegen deine Taktik, wenn ich nicht auf Reiter gegangen wäre. Da wäre ich, glaube ich, von Anfang an im Nachteil gewesen. Ja, aber... Außer halt mit Bogenschützen, also alles vorne defensiv und dann versuchen mit Heilung gegen zu kontern. Du hättest Waldläufer machen können, da hätte er auch nicht viel machen können. Waldläufer. Ja, gegen Waldläufer, ja. Ja, stark. Das kam halt dann später. Da vielleicht geholfen. Das Nützlichste bei den Waldläufern und allgemein auch bei den schwarzen Waldläufern ist ja, dass die ihre Pfeile haben, die über die ganze Fernschuss, Karte gehen. Ja, das ist, wenn du da 3-4 hast, einfach nur Bannerträger und dann, das ist sehr gut. Beim Gegner habe ich dann mal die Baumeister mitgetötet. Macht das so viel Schaden? Ja, das sagen wir mal, wenn du 5 Waldläufer hast, dann machst du damit einen Baumeister. Ah, okay, ja. Ist halt die Frage, ob du lieber den Baumeister oder 5 Bataillone tötest. Da musst du halt abwägen, aber generell. Ja, ich meine, wenn du eh in der Übermacht bist und du siehst halt noch einen Baumeister. Ja, klar, dann definitiv. In dem Moment, wo du einfach nur deine Gehöfte bauen konntest, hatte er keine Chance mit dem Ort. Oder einfach mit den Truppen reingegangen bist da. Ja. Ich hab ja dann noch probiert, überall noch was. Ich hab's gesehen, ich fand das auch ganz toll. Ja. Das bringt einfach dann nichts mehr. Also eigentlich war es schon verloren, als die Festung zerstört ging. Ich hab dann nochmal probiert mit den Feuerdrachen. Das war gut, ja. Wären die früher gekommen, hättest du vorne viel aufräumen können. Ja. Also meine Taktik ja ist ja bei den Orks, dann muss aber die Map größer sein. Ich gehe sofort auf ungezähmter Verbündeter. Zähme in irgendeinen Hort und baue da überall meine Gehöfte. So kann ich auch überall auf der ganzen Map kann ich meine Orks rumschicken. Mhm. Ja, das ist weil man rechnet halt nicht mit den Gehöften bei so, sagen wir mal. Ja, richtig. Da guckt man nicht. Ja. Mhm. Ist das eine Stufe, ist das eine 5? Kostet die bloß 5 Punkte, die gezähmte Verbündete bei uns? 15 insgesamt. Also du brauchst mindestens 5 okay. Punkte. Also musst ein bisschen, okay, aber für eine größere Map, ja, kann gut funktionieren, stimmt. Und wenn ihr das richtig spielt, wirklich ohne Ernst, könnt ihr mit einem normalen Ork-Trupp könnt ihr einen Troll töten. Echt? Ja, dann musst ich hab du... Ich hab ja links neben mir einen Troll gehabt und ich habe mich aber nicht getraut, die anzugreifen. Ja, dafür brauchst du erstmal dieses, was dir 50% Schaden und 50% Rüstung gibt. Ich habe das auf YouTube gesehen und du nimmst die Giftklingen. Dann musst du es so probieren, immer den Troll zu schlagen
Aber so, dass du wieder zurücklaufst, dass der Troll nicht zum Schlagen kommt. Ah, Verstehst du? okay. Das ist aber dann eine Ja. Menge Arbeit. Also Das da ist muss dein ja. Multitasking sehr Aber gut wenn du das sein. schaffst, wenn du das Ja. schaffst, dann hast du das, dann hast du einen großen Vorteil. Dann hast Weil du ich schon habe die das Anfang. Ding am Anfang auch nicht eingenommen, den Vorposten. Das war mir zu heikel mit den Reitern. Mit den So ein Menschen geht Troll. das auch nicht, weil die zu langsam Ich sind. habe ihn dann irgendwann eingenommen, weil ich habe die ganze Zeit im Mod gespielt. Ich habe gar nicht mehr an die Vorposten gedacht, dass es die noch gibt. Und irgendwann kommt, bin ich dann drüber, hat dann jemand, hat dann die Stimme eben gesagt, ja, so ein Vorposten oder so. Habe ich gedacht, ach, die Kacke, die gibt's ja wie. Dann habe ich die gleich erobert. Ich Ich bin sag dann mal, die auch. Menschen sind halt so, ja, die machen viel Schaden, aber die sind langsam. Und beim Troll, wenn, ich finde das lustig, wenn die Menschen, die können dann in so eine Verteidigungsposition gehen. Das ist eigentlich eine Schwäche beim Troll, weil wenn er dann raufschlägt, dann werden die alle dadurch verletzt, weil die in so einer kleineren Menge. Das mache ich auch nie bei dem Troll. Ja. Ja, Menschen würde ich sagen, da brauchst du die Fernkämpfer. Ja, Ja, Troll. Und der richtig. Aha und der Boromir war ja dann auch nochmal übel. Ich habe mir überlegt, Faramir habe ich weggeklickt, dachte mir, nee, Boromir, der ist ein bisschen besser. Der Boromir hält Boromir halt ist mehr gut, wenn du aus. natürlich mit großen Mengen an Soldaten kommst, weil der natürlich seine Passive da hat. Ja, oder wenn halt viele gegnerische Mengen sind, dass er mit dem Horn alles stunt. Das ist dann, also Ja, gegen viele und mit aber zu vielen ist dem er gut. Zeitpunkt war es ja eh schon entschieden. Da waren die Katapulte dann da und dann war es schon ziemlich bitter, ja. Ja, Das also stimmt. ja, Der wenn du Unterschied ist einfach aber bei den Riesen.